Dann wünsche ich einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Stereo Trader Helpdesk Webinar Fragen und Antworten in 2019. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Das heutige Webinar werden wir natürlich wie immer an der Stelle mit Dirk Hilger machen, Trader und Stereo Trader Entwickler. Also Sie kriegen die Informationen aus erster Hand. Aber bevor ich übergebe, müssen wir auch hier den Risikohinweis kurz erwähnen. Bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Das heutige Webinar dient nur zu Schulungszwecken und egal, was heute gesagt wird, bitte nichts als Empfehlung verstehen und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist sehr wichtig. Das Webinar ist natürlich für Sie gedacht. Das heißt, Sie können sehr gerne. Normalerweise rechts sehen Sie die Chat-Funktion, da können Sie Ihre Fragen stellen, können Sie jetzt auch schon reinstellen und dann werden wir diese nach und nach abarbeiten. Ansonsten haben Sie natürlich auch immer die Möglichkeit, vorab die Fragen an service@fxflat.com zu schicken und dann werden wir das natürlich auch berücksichtigen. Gut, dann Dirk, auch nochmal offiziell. Schönen guten Abend und ja, schön, dass wir das Webinar hier auch weiterführen können in 2019. Ich übergebe jetzt sehr gerne den Bildschirm. So, jetzt muss ich auf den Knopf drücken, ne? Ah, ich hab schon, verdammt. Ja, hallo und herzlich willkommen hier auch von meiner Seite hier aus Köln zum tatsächlich ersten Webinar. Habe ich auch gerade irgendwie festgestellt. Wir waren dieses Jahr noch gar nicht hier im Helpdesk. Helpdesk noch nicht, ne? Genau, hier aus Köln, wie immer. Oder wie meistens zumindest. Und ja, bin mal gespannt, was da heute halt zusammenkommt, hier auch an Fragen. Es gibt ja auch so ein paar Neuerungen, hat ja vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen, wenn offiziell angekündigt ist es jetzt noch nicht. Aber eben seit gestern ist die Version 2.0.5.4 online vom StereoTrader. Wenn man auf der Homepage guckt, sieht man, da steht hier noch 2.0.4.9. Das ist zwar richtig, aber da steht immer die Nummer, die auch im StereoTrader selber angekündigt wird. Und wir machen das halt eben oft so, dass halt Versionen dann auch schon mal vorab rauskommen, nachdem natürlich immer ein Beta-Test abgeschlossen ist und da auch nichts mehr kommt, was irgendwie relevant ist. Und dann geht die Version online. Und wenn da halt dann im ersten Anlauf auch nichts mehr kommt an Rückmeldungen, also es kann ja immer auch mal irgendwas schiefgehen. Und dann wird es auch im StereoTrader angezeigt. Und das wird jetzt ab morgen oder übermorgen der Fall sein. Und deswegen darf man sich da auch nicht irritieren lassen, wenn dann hier steht, latest build 2.0.4.9, wenn man das aber installiert. Und dann steht da nachher auch 2.0.5.4. Und hier vielleicht noch wichtig auch anzumerken, man kann ja normalerweise über den StereoTrader selber, also hier über das Setup, kann man ja normalerweise hier über den Installation Manager das Ganze halt updaten. Das geht diesmal ausnahmsweise nicht, weil auch der Installation Manager gleichzeitig abgedatet werden musste, der auch bei dem einen oder anderen dann auch plötzlich irgendwie nicht mehr richtig funktioniert hat. Und das ist halt auch behoben. Das erfordert jetzt eben, dass man halt mit dem jetzigen Update eben entsprechend über die Homepage geht und dann hier den normalen Prozess über Download und das dann eben ausführen, drüber installieren und dann hat man die neueste Version. Wichtig wäre auch für diejenigen, die das Value Profile vom Olli Klemm benutzen, die müssten auch ein Update machen. Muss zwar jetzt nicht sofort passieren, die alte Version sollte auch noch laufen, aber dort wird es eine Serverumstellung geben, jetzt in den nächsten 10 Tagen und bis dorthin sollte dann dort auch jeder die neueste Version haben. Das wird aber auch ja die Tage dann halt im StereoTrader angezeigt, dass da eine neue Version von dem Value Profile Add-on verfügbar ist und das sollte man dann installieren, weil ansonsten kann es nämlich sein, dass es ab dem 1. Februar nicht mehr funktioniert und da halt nichts mehr angezeigt wird. Ja, dazu gibt es auch immer wieder eine Frage. Vielleicht können wir es auch jetzt offiziell im Webinar mal kurz besprechen. Wenn man jetzt aktualisiert und drüber installiert, sind die Einstellungen dann weg oder bleibt das alles so wie Also gehabt? von Seiten StereoTrader wird nichts an Einstellungen überschrieben oder gelöscht. Ich habe aber jetzt tatsächlich schon irgendwie ein, zwei vereinzelte Fälle gesehen, wo dann halt irgendwie
die Einstellungen weg sind. Und einmal konnte ich das halt nachvollziehen. Das lag aber daran, dass da halt im Hintergrund irgendwas gewerkelt hat auf dem Computer, was sich da irgendwie zuständig gefühlt hat, irgendwie ständig Dateien wegzuräumen, die es wohl nicht zuordnen konnte. Aber der Stereo-Shader selber löscht keine Einstellungen. Und das heißt, es sollte eigentlich normalerweise auch alles da sein. Und wenn das irgendwie nicht der Fall ist, bitte unbedingt mal irgendwie gucken, was da sonst noch an Software läuft. Und aber wie gesagt, seitens Stereo-Shader wird da nichts überschrieben, sondern nur eben halt immer der Stereo-Shader selbst, klar, und die ganzen Add-ons und so weiter, aber jetzt nicht irgendwie Einstellungen. Aber wie gesagt, in ganz vereinzelten Fällen habe ich schon gesehen, beim Heiko übrigens auch, Heiko Behren, der hat irgendwie auch das Problem gehabt und konnten wir aber auch nicht so richtig nachvollziehen, aber im Allgemeinen halt eben nicht. Und dann vielleicht noch ein kleiner Hinweis auch an der Stelle, da war heute Morgen auch jemand im Support, bei dem hat zum Beispiel das Value Profile nicht funktioniert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, warum der Grund war. Und was ich halt immer wieder mitbekomme, ist, dass dann hingegangen wird und dann halt der MetaTrader deinstalliert, neu aufgesetzt, ein StereoTrader neu draufgespielt. Da kann ich halt echt immer nur sagen, das bringt eigentlich gar nichts, ja, weil der MetaTrader auch als der StereoTrader ist quasi wie auf so einer Insel auf dem Computer vertreten und greift da auch in keinster Weise eigentlich ins System ein, wie das jetzt zum Beispiel bei anderen Anwendungen der Fall ist. Und deswegen macht das eigentlich gar keinen Unterschied. Also StereoTrader deinstallieren, neu installieren oder so, ergibt gar keinen Sinn, warum das irgendwas bringen könnte. Deswegen, das kann man eigentlich sich immer schenken und sollte dann halt irgendwie, wenn mal irgendwie Probleme sind, dann lieber im Support sprechen und dann halt gezielt nach einer Lösung suchen, weil das ist ansonsten eigentlich nur Zeitverschwendung. Aber das nur am Rande. Wie gesagt, wenn da mal was ist, lieber nochmal ein bisschen genauer gucken, woran es liegt, weil meistens ist es ja dann doch relativ einfach lösbar. Okay, Nelson, du hast ja schon irgendwie die eine oder andere Frage auch per E-Mail geschickt. Ich habe jetzt nur leider mein E-Mail-Programm hier zu und habe das vergessen, irgendwie okay. Nochmal auf die Spiel zu kommen. Ich habe die Fragen dabei. Aber jetzt zu deinem Intro gibt es zwei Fragen, die ich vielleicht jetzt noch vorziehe. Und zwar gibt es deine Seite auch auf Deutsch? Nee, kommt natürlich alles noch irgendwann. Ich weiß, das wurde auch schon öfters mal gesagt. Aber tatsächlich ist es momentan immer noch auf Englisch, ja. Und, aber der Stereo-Teller selbst ist ja auf, ja, der Stereo-Teller selbst ist ja auf Deutsch, beziehungsweise man kann es ja umstellen. Also hier sieht man es ja auch, hier ist jetzt auch gerade Deutsch eingestellt. Also hier über Setup einfach unten die Sprache auswählen. Und dann hat man ja zumindest schon mal halt die ganzen Funktionen und auch Funktionserklärungen hat man ja dann entsprechend dann halt auch in deutscher Sprache. Und das hilft dann schon weiter. Und die ganzen Videos und so weiter ist natürlich ja auch alles auf Deutsch. Mhm. Dann hier auch schon die zweite Frage. Kann es sein, dass verschiedene Layouts Probleme bereiten? Zum Beispiel das Ninja-Layout. Jetzt ist die Frage, ob der Teilnehmer selber jetzt Probleme damit hatte und vielleicht diese kurz erklären möchte, aber ist dir etwas bekannt? Nö, ist mir eigentlich nicht bekannt, weil das sind ja letzten Endes sind das ja nur also Farben und Formen, die da halt voreingestellt sind und die auch aufeinander abgestimmt sind. Da ist mir jetzt nicht bekannt, warum da halt irgendwelche Probleme sein sollten. Also wenn da halt irgendwie was auftritt, dann bitte einfach mal genauer beschreiben und dann kann man dem ja sicherlich auf den Grund gehen. Mhm. Gut, dann wurde einmal gefragt, ob du Pryx Plus Stop erklären könntest. Ja, ist natürlich mit einem Trailing Stop immer so ein bisschen schwierig, wenn der Markt halt so stillsteht. Aber vielleicht mache ich das mal anders und zeige das mal. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das hier funktioniert. Ob ich das ist ein internes Add-on, das in veränderter Form im Mai mit einem anderen Add-on kommen wird, aber ich kann das mal kurz vielleicht daran erklären, wie der Pryx halt arbeitet. Und auch daher kommt nämlich auch der Name. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Aber das hier lädt, kann natürlich jetzt auch sein, dass ich hier ein Versionsproblem habe. Nee, ist ja meine Entwicklungsabteilung, das müsste eigentlich gehen. So, jetzt fangen wir mal kurz die Historie an. Also mal angenommen, man wäre jetzt am Freitag long gewesen im DAX, jetzt nur mal zum Beispiel. Und der Pryx Trading Stop, ich kann das mal hier vielleicht ganz einfach kurz mit einer Linie mal darstellen.
Mal angenommen, hätte er den Priax, also hier der Trading Stop ausgewählt, also Priax Plus, nur mal als Beispiel, mit von mir aus einem Abstand von 5 Punkten. Ja, jetzt nur mal, um irgendeine Zahl halt hier in den Raum zu werfen. So, und mal angenommen, ich wäre halt hier long gegangen, also einfach an der Stelle, ich kann mal irgendeinen Pfeil hinzumachen, dann sieht man es ein bisschen besser. So, also hier wäre mein Long Entry, nur mal als Beispiel. Und ich hätte sofort angefangen zu trailen, Priax mit einem Abstand von 5 Punkten, dann wäre der Trading Stop halt hier gestartet, ja, wo jetzt halt diese rotbraune Linie ist. So, und Priax bedeutet immer, wenn ein neuer Außenstab kommt, würde er den halt im Abstand von 5 Punkten hinterherziehen. Das heißt, da wäre dann halt die nächste Station gewesen, weil hier ist ein neuer Außenstab, da wäre die nächste, ja, immer im Abstand von 5 Punkten. Jetzt habe ich mir natürlich gerade einen extremen Trendtag ausgesucht, muss ich natürlich hier einiges an Linien halt bewegen. Aber nur, dass man versteht, wie der gelaufen wäre. Hier wäre es knapp geworden. Also 5 Punkte ist natürlich jetzt auch nur fiktiv, ja. So, aber generell, also wenn es jetzt 5 Punkte gewesen wären, also dieser Abstand, mal angenommen, es sind 5 Punkte, da wäre ich hier natürlich ausgestoppt worden. Ja, da wäre ich mit dem Trading Stop bis hierher gekommen. So, und da, und das ist genau das Ding, wo der Priax Plus halt einsetzt. Wenn man nämlich jetzt zum Beispiel sagt, nee, ich mache einfach mal einen Abstand von 25 Punkten, nehme jetzt mal nur den letzten und gehe ich mal hier so circa 25 drunter. Ich weiß es nicht genau, ob das stimmt, aber rein vom Gefühl her kann das soweit nicht entfernt sein. Ja, fast genau 25 Punkte, die ich hier gezeichnet habe. Das heißt, bei der Kerze, wenn die fertig ist, wäre der hierher gesprungen und der, ja, also der Trading Stop an die Stelle wäre hier jetzt erstmal nicht erwischt worden. So, und das heißt, da kann man jetzt natürlich sagen, ja, ist aber der Trading Stop viel zu groß. Richtig, aber ich spiele das Spiel mal weiter und zeige mir, wie das funktioniert. Hier wäre also die nächste Kerze, nächster Außenstab wäre ich bis hierher gekommen. Hier der Außenstab, da nochmal 25 Punkte drunter bis hierher. Dann hier nochmal, da oben nochmal ungefähr. So, und dann oben haben wir jetzt langsam den letzten, das ist der hier, ja. Dieser Außenstab ist ja quasi der letzte jetzt hier, bevor ein roter Kasten kommt. So, und da wäre Folgendes passiert. Ich wäre hier noch nicht ausgestoppt worden, aber in dem Moment, wo die Kerze unten drunter schließt, ja, und da schlägt dann der Priax Plus dann zu. Der sagt dann halt hier an der Stelle, gut, da bin ich raus. Die Kerze hat jetzt drunter geschlossen. Ja, das heißt, Spikes interessieren die nicht, beziehungsweise erst dann, wenn halt entsprechend der Abstand erreicht wurde. Das heißt, wenn die jetzt komplett hier runtergelaufen wären, nochmal hoch, wäre ich natürlich vorher rausgeflogen. Aber hier tatsächlich erst an der Stelle, ein bisschen größer machen, an der Stelle, wo diese Kerze unter dem alten Außenstab hier geschlossen hat. Da wäre der Priax dann sofort rausgegangen. Das heißt, mein Exit wäre dann also quasi genau hier an der Stelle gewesen, wo die Kerze dann halt fertig ist. So, und das ist der Unterschied zwischen Priax und Priax Plus. Der Priax wäre jetzt halt ganz normal weitergelaufen. Das heißt, der wäre jetzt hier erstmal stehen geblieben ansonsten. Er hätte dann halt hier nochmal nachgelegt, wobei das ja halt nicht mehr viel gebracht hätte und wäre dann halt irgendwo im Endeffekt dann doch hier unten abgeholt worden. So, und mit dem Priax Plus habe ich halt einfach nur nochmal eine zusätzliche Beobachtung, wann halt entsprechend hier ein Schlusskurs unter dem letzten Long-Kontext, nenne ich es ja immer, unter dem letzten Long-Außenstab halt ist. Das ist der Unterschied. Okay. Ich glaube, das war verständlich für alle. Wenn es dazu noch Nachfragen gibt, dann gerne in den Chat reinschreiben. Dann nächste Frage. Und zwar betrifft das hier das X-Frame-Tool. Ich lese das mal kurz vor. Nach Wechsel der Zeitbasis ist in das Indikatorfeld ab und zu unten leer. Und die einhüllende Kerze wird nicht angezeigt. Ja, das ist, ne, der hat das nochmal installiert und dann ging es. Jetzt ist die Frage, ob hier irgendein Fehler bekannt ist. Ich weiß, also manchmal ist es so, das hängt, es ist aber, glaube ich, die gleiche Ursache, dass manchmal halt hier auch von rechts bis ganz nach links das Ganze durchgezeichnet wird. Und es kommt eigentlich immer nur dann vor, wenn mal kurzzeitig keine Daten verfügbar sind. Und dann scheint es sich halt irgendwie manchmal so ein bisschen zu verschlucken, aber dass das Fenster leer wird,
Das sollte eigentlich nicht passieren, weil das passiert nur, wenn der StereoTrader plötzlich weg ist. Also wenn man den halt irgendwie beendet und versucht dann halt den, Moment, das ist ja gar nicht der X-Frame, wenn man den halt beendet und Also so. hier im Chat gibt es noch Bestätigung, dass es wohl auch dort eingetroffen ist. Scheint also kein Einzelfall zu sein. Kein Einzelfall oder ein Einzelfall? Nee, kein Einzelfall. Da haben noch andere Leute geschrieben, dass das auch passiert ist. Also wenn das Fenster leer ist, dann heißt es ja einfach nur, dass der wirklich entladen wurde. Und da gilt halt wie immer, dann bitte unbedingt hier unten beim Terminal halt reinschauen, hier bei Experten, dann irgendwas steht nämlich da. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und mache jetzt hier zum Beispiel den StereoTrader weg, so, und schalte dann den Timeframe um, so, dann habe ich genau diesen Effekt. Dann steht aber auch hier, warte auf den StereoTrader, weil er den halt nicht mehr findet. Ja, und da haben die Teilnehmer reingeschrieben, dass der StereoTrader drin ist, also der wurde nicht entfernt. Vielleicht kannst du Okay. ja den nochmal hinzufügen und die Zeit dann halt mal wechseln. Vielleicht kriegen wir ja live hier irgendeine ein Ja gut, wenn ich ihn Beispiel. jetzt hinzufüge, weiß ich jetzt nicht, ob das in dem Stadium hier, und ich habe hier so viele, überhaupt, was ist das denn hier? Das ist ja lustig, oder? Ist nicht groß genug. Ich kann, ah ne, doch, oder? Hey. Ja, mein Bildschirm ist ja nicht groß genug. Ah, jetzt, das ist auch gut. Mal gucken, ob das so rum funktioniert. Eigentlich müsste es, das heißt, der müsste irgendwann nochmal, ja, gut. Das ist jetzt der Vorführeffekt, aber wie gesagt, das ist jetzt hier wieder Beta und dann Ja, kann man sonst macht trotzdem doch eben kurz ein neues herausfordern. Startfenster auf So, oder so. aber trotzdem, ne? Also jetzt, wo ich hier umgeschaltet habe, er hat den StereoTrader wieder gefunden, ist halt auch wieder da. Ne? Wechsel Also jetzt da noch müsste. einmal die Zeiteinheit. Ist alles da. Ja, wenn das immer so einfach wäre. Ne? Ich Ja, glaube es klar. ja, dass sowas passiert. Und klar, ich meine, wenn ich das entdecken würde, dann wäre es ja schon längst weg. Aber das Problem ist immer, dass es halt dann leider eben nicht allgemein ist, sondern immer irgendwie dann Konstellationen gibt, wo es dann aus erstmal nicht erfindlichen Gründen dann halt so ist. Und dem muss man dann halt nachgehen. Also deswegen bitte unten gucken. Irgendwas muss da irgendwo drinstehen. Und also dann halt steht ja auch immer davor, hier zum Beispiel X-Frame. Ja, hier sieht man es ja auch. Zum Beispiel, dann, wenn hier steht xframe.de30 bla bla bla, waiting for StereoTrader. Und da muss irgendeine Meldung muss da stehen. Weil von selbst einfach so, ohne irgendwas, kann eigentlich nicht sein. Also selbst wenn da irgendwie ein Bug drin ist, dann müsste ja irgendwie eine Fehlermeldung dann irgendwie dahinter kommen, dass da halt irgendeine Schutzverletzung oder weiß der Kuckuck halt irgendwas da halt gelaufen ist. Weil ich habe es tatsächlich noch nie gehabt. Und das Einzige, was ich halt. Jetzt aber übers Wochenende habe ich das nämlich extra mal laufen lassen, da halt gesehen habe, klar, wo dann halt keine Kurse da waren, da hat er sich irgendwie alle paar Minuten da mal verschluckt und hat einmal hier irgendwie halt Linien von links nach rechts, von rechts nach links durchgezogen und dann aber in der nächsten Minute wieder weggemacht. Also das hängt aber dann mit der Kursdatenversorgung zusammen. Aber alles andere, wie gesagt, echt mal bitte genau im Auge behalten, wann, wie, wo und wenn und die Meldungen dann auch bitte unbedingt mitteilen, weil irgendwas muss da stehen. Gut, ja, vielleicht können die Teilnehmer ja auch hier direkt in den Chat reinposten, falls sie jetzt auch live jetzt hier eine Meldung kriegen. Dann kannst du ja vielleicht was damit anfangen. Ja, klar. Ansonsten machen wir jetzt weiter mit den Fragen, wobei ich die Fragen, die ich dir per E-Mail geschickt habe, jetzt auch so ein bisschen aus dem Gedächtnis machen muss, weil ich jetzt hier einen anderen Arbeitsplatz habe. Aber es ging tatsächlich um Programmierung. Jetzt wollen wir das und können wir das auch nicht im Detail machen, aber dem Teilnehmer war das auch bewusst. Er wollte eher wissen, in welche Richtung er gehen muss. Also vielleicht kannst du einfach ein paar Hinweise geben. Und zwar, da war einmal die Frage, wie er überhaupt so ein Panel unten für seine Programmierung hinbekommt, wie jetzt beim X-Frame. Das ist ja grundsätzlich, ist das ja mit vorhanden. Also das heißt, selbst hier im, ich nehme mal eins von den Beispielen hier, wo haben wir sie denn? Wir sind natürlich immer ein bisschen mehr hier drin. Aber wenn ich jetzt als Beispiel mal halt hier einfach den Hammer halt nehme. Hier ist wieder Alarm bei mir vor der Tür. Wenn ich das halt mal nehme, ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Und dass mir hier gleich. Ja, das ist doch, passt doch. So.
So, das heißt, hier ist es ja sowieso alles drin. Das heißt, ich brauche das Panel, ja, also hier passiert ja nur Folgendes. Hier sage ich ja nur hier Panel, Add Button, bla bla bla. Und dann fügt ihr das ja automatisch hinzu, weil das Panel ja ohnehin immer von vornherein dabei ist. Also wenn man halt vorausgesetzt, man arbeitet natürlich hier mit dem, na wie heißt's? Mit dem Frame hier, beziehungsweise mit der API von dem Stereo-Trader. Da ist es ja sowieso halt drin. Und da gibt es ja halt an Beispielen, gibt es ja da wirklich einiges. Also jetzt hier halt mal zum Beispiel halt auch nochmal, kann ich auch mal in die Beispiele reingehen. Einfach schon, wenn ich bei Blank, also wo halt nichts drin ist, ja, das ist ja halt das Framework. Das war der Begriff, den ich vorhin gesucht habe. Da ist es ja schon vordefiniert, das ist halt einfach ein komplett leerer SEA, beziehungsweise leerer Indikator. Und sobald ich den halt kompiliere, da ist jetzt noch nichts drin, außer jetzt irgendwie auch als Beispiel, ein Button ist dabei und ein numerisches Feld. Hier oben werden die, da wird ja auch gezeigt, wo es definiert wird, hier bei Objects. Und hier unten wird es dann hinzugefügt zu dem Panel, ja, mit Voreinstellungen und so weiter und so fort. Und wenn man das dann halt kompiliert und dann in den, na komm schon, dann halt hier reinzieht und dann sieht es ja, hoppla, hier ist ja dieses Blank und dann sieht es ja direkt schon so aus, ja, dann ist das hier entsprechend ja schon da. Das heißt, die Frage, wie man es da reinbekommt, stellt sich eigentlich nicht wirklich, sondern eher die Frage, wie befüllt man das? Aber das ist ja in den ganzen Beispielen tatsächlich auch gut ersichtlich. Okay, dann vielleicht bleibst du ganz kurz in dem Code-Beispiel. Und zwar war hier die Frage, wo er überhaupt einen Indikator auswählen kann. Also wenn er jetzt zum Beispiel was programmieren möchte und möchte die Bollinger-Bänder benutzen. Er findet da die Auswahl nicht, beziehungsweise wie er da vorgehen kann. So, ich war kurz abgelenkt, muss leider noch mal die Hälfte wiederholen, bitte. Okay, kein Problem. Vielleicht, gehst du nochmal zu dem Beispiel eben in dem Code, blank. Die Frage war, er möchte zum Beispiel Indikatoren jetzt hinzufügen, Bollinger-Bänder als Beispiel, aber er findet nicht die Möglichkeit, diese Auswahl zu treffen, welchen Indikator er da hinzufügen kann. Ja, das ist, da würde ich halt wirklich, ich meine, wir haben ja ein paar Webinare online, auch was das Thema Programmierung angeht. Und ich glaube, hier fehlt so ein bisschen das Basisverständnis für die Art und Weise, wie man für den Stereo-Trader programmiert. Da sollte sich dann vielleicht der Ja. Fragesteller nochmal mit befassen, weil ich kann nicht einfach hier einen Indikator hinzufügen und den dann halt irgendwie automatisch handeln lassen. Das funktioniert nicht. Ich müsste den halt hier, ich meine, man kann das machen, man muss ihn aber dann berechnen. Und das heißt, ich müsste dann an der Stelle eigentlich hingehen und müsste dann halt hier zum Beispiel bei den Indikatoren, ich weiß jetzt gar nicht, was da halt alles dabei ist, aber hier ist zum Beispiel Bands MQ4. Das sind ja die Geschichten, die im Standard ja dabei sind. So, und dann müsste ich halt da hingehen, müsste den Code dann letzten Endes, was auch machbar ist, ja, dann halt hier tatsächlich in, also hier rausziehen, den relevanten Teil und dann entsprechend einfügen hier in diesem, wo bin ich denn jetzt hier wieder? Hier in dem Blank MQ4. Das geht schon, ja. Ich glaube, es ist auch ein Beispiel dabei im Handbuch, wo man halt entsprechend dann halt auch sieht, wie das gemacht wird. Aber es ist halt nicht mal eben gemacht. Und natürlich braucht man ein bisschen mehr Programmiererfahrung, wie wenn man jetzt einfach halt nur gucken will, so zu welcher Zeit handle ich oder mit welcher Kerze handle ich. Und weil es halt einfach nochmal zusätzliche Berechnungen sind. Also es gibt ja jetzt nicht eine Funktion, die dann sagt, gib mir Bollinger Bänder. Sondern das ist ja dann entsprechend, wie man es ja hier sieht, das ist ja schon ein bisschen aufwendiger, das zu berechnen. Ja. Also so wahnsinnig viel ist es auch nicht. Also das ist letzten Endes die Berechnung, aber die muss man natürlich dann entsprechend dann halt mit da reinfummeln, sozusagen. Okay, ja, wir haben ja letztes Jahr sowieso auch mal angedacht, mal wieder so ein Webinar zu machen. Vielleicht hast du da ja nochmal Interesse und dann kann man, glaube ich, Ja, wir können da. ja mal eine Umfrage machen oder so und mal gucken, wie viele da halt dann interessiert sind. Dann können wir das natürlich gerne nochmal machen, klar.
Da kann man auch schon mal ein bisschen Vielleicht noch weiter. zwei Fragen noch zu Thema Programmierung, dann kannst du ja selber abschätzen, ob das jetzt zu weit geht oder nicht. Und zwar, es gibt wohl eine Auswahl bezüglich Vorgaben Bars. Sagt dir das was? Und bei ihm kommt nur Bars. Ich bin da jetzt selber jetzt auch nicht in dem Thema drin, deswegen. Ja. Er meint wahrscheinlich, wenn ich irgendwie halt gucken will, ob eine Kerze, was weiß ich, ob jetzt irgendwie die letzte Kerze, nur mal als Beispiel bullisch, bärisch oder sonst irgendwas ist. So, das heißt Bars mit Unterstrich. Nicht Bars, ne? Sondern Bars ist ja halt ein interner Begriff, sondern wenn man da halt schreibt, Bars, hoppla, groß geschrieben natürlich. So, und dann kriege ich hier die Auswahl. Und da kann ich mir zum Beispiel dann irgendwie angucken, zum Beispiel if Bars. Was weiß ich. So. Rote Kerze quasi. Und dann. Ja, also die Auswahl kommt dann entsprechend hier. Mit Unterstrich, Bars, Punkt. Und dann kann ich mir auswählen, was ich damit machen will. Oder was ich halt abfragen will aus den letzten Kerzen. Das sind ja, sieht man auch hier zum Beispiel, so ein paar Beispiele sind nämlich drin. Ja, ich kann nämlich zum Beispiel, also es wurde ja gerade gefragt nach Bollinger Bändern. Also ein paar Sachen sind drin, wie zum Beispiel Stochastik kann ich halt abfragen. Ja, ich kann zum Beispiel fragen Stochastik irgendwie und dann halt hier diese die Parameter, die man von der Stochastik halt kennt und dann sagt das Ding mir halt zum Beispiel, ne, hier ist die Stochastik selber und es sagt mir dann aber zum Beispiel, ob jetzt halt irgendwie ein entsprechendes Signal da ist und so weiter und so fort. Da muss man sich halt einfach ein bisschen mit befassen. Das ist natürlich schon sehr komplex alles, aber das zeigt ja halt, dass es machbar ist. Und hier, wenn man da halt mal hingeht, das ist ja im Quellcode mit dabei, und da gibt es ja solche Funktionen, ja. Da kann ich ja irgendwie abfragen, Stochastik halt, das Stochastik Main, was ja dann halt letzten Endes die Hauptlinie ist, und dann Stochastik Signal ist halt die Signallinie. Das heißt, ich kann das hier abfragen. Ja, welche Werte da rauskommen. Und hier halt entsprechend nochmal kann ich halt Parameter vorgeben, wo ich dann sage, ja, ab dann und dann habe ich halt ein Signal. Ja, das heißt, hier sind die Werte an sich. Nur mal als Beispiel, da will ich es jetzt nicht zu weit ausführen. Ich glaube nämlich, alle, die nicht programmieren, fangen dann nämlich irgendwann halt einzuschlafen. Aber nur, damit ich Ist das noch mitgeteilt keiner habe. gegangen. Ja, ich weiß, das ist natürlich ziemlich trockener Stoff, wenn man damit nicht viel zu tun hat. Aber auf der anderen Seite zeigt es natürlich schon die Möglichkeiten. Haben wir jetzt hier zum Beispiel Oszillatoren, Stochastik, ja, nur mal als Beispiel. Hier wird konkret gefragt, ob du vielleicht dein Beispiel jetzt mit Bollinger-Bändern machen könntest. Dann würdest du den Nee, Teilnehmern helfen. weil die Bollinger Bänder nicht definiert sind in den Okay. Bars. Sonst würde ich das natürlich ja zeigen. Und deswegen kann ich es jetzt nur am Beispiel von der Stochastik machen. Also hier sieht man, ich habe ja hier einmal die Signallinie und einmal halt hier, ist das so, oder? Die gestrichelte ist, glaube ich, die Signallinie. Und das andere ist halt die, ich weiß gar nicht, wie nennt man die, Hauptlinie? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. So, aber hier, und hier sind halt die Grenzwerte 80, 20, ja. Und das heißt, normalerweise sagt man ja halt, wenn entsprechend halt hier ein Schnitt vorliegt, oberhalb von dem Schwellwert, und dann habe ich entsprechend ein Signal. So, hier wäre das zum Beispiel der Fall, hier ist es unterhalb, hier habe ich einen Schnitt von der Signallinie mit der Hauptlinie und einen Wiedereintritt hier in den Bereich oberhalb der 20, also habe ich ein Long-Signal. So, wie gut das funktioniert. Gut, das steht auf dem anderen Blatt, das sehen wir jetzt hier auch gerade, ja. Es hat gar nichts passiert, es hat halt nicht wirklich Aussagekraft. Aber egal, darum geht es ja jetzt nicht. Und so kann ich halt entsprechend halt mit diesen Funktionen, da müsste man halt die Bänder entsprechend auch implementieren, dann entsprechend in der abgeleiteten Klasse von den Bars. So, und das heißt, ich frage hier zum Beispiel Stochastic Main, da gebe ich halt die Werte ein, also zum Beispiel 5, 3, 3. Das ist ja das gleiche, wie ich ja hier auch, wo ist denn das, Moment, wie ich ja auch habe, 5, 3, 3. Ja, das sind die Werte und die erzeugen mir entsprechend ja halt hier die Stochastik. So, das heißt, hier kriege ich dann halt den Wert zurück. Entsprechend, ob das jetzt irgendein Wert dann halt zwischen 100 und 20, und hier frage ich die Signallinie ab, wo die gerade steht. Auch ein Wert zwischen 100 und 20. So, und das hier ist nochmal eine Zusatzfunktion mit einer entsprechenden Logik, ja, wo ich dann halt fragen kann, so, hey, habe ich ein Signal in der Stochastik vorliegen? Wenn ja, dann gehe ich long, und wenn nein,
dann gehe ich halt Short. Das heißt, ich gebe hier auch, das ist eigentlich eine Makrofunktion, ich gebe einmal die Werte für die Stochastik selber an und sage dann noch irgendwie, naja, meine Signallinie ist im Abstand von 20, ja, also genau wie es hier dargestellt ist, 20 unten, 20 oben. Und sobald dieses Kriterium vorliegt, also ein Schnitt darunter, und dann gibt er entsprechend ein Signal zurück. Und genau das macht er halt hier. Und da gibt es ja auch ein Beispiel dazu. Also man müsste das jetzt quasi für die Bollinger Bänder in die Bars-Klasse einfügen. Dann könnte man das auf diese Art und Weise ganz bequem abfragen und bräuchte auch gar nicht mit dem Code, den ich hier vorhin gezeigt habe, mit dem auch gar nicht rumzuhantieren, sondern könnte es auch direkt damit machen. Und das sieht dann halt zum Beispiel so aus. Da gibt es ja ein Beispiel dazu mit der Stochastik. Ja, also hier, der zeichnet die halt hier sogar nochmal. Das muss man gar nicht mal unbedingt machen. Aber hier die Indikation sieht dann halt so aus. Das heißt, er fragt die hier vom Panel ab. Das ist ja auch entsprechend ein Panel mit dabei. Fragt hier die Hauptlinie, die Signallinie. So, und das hier ist nur fürs Zeichnen verantwortlich. Und hier ist die Auswertung. Und die ist total simpel. Guckt einfach nur hier, okay, wo steht der gerade? Signaldistanz. Und dann halt hier, macht das sogar ohne die Makrofunktion, dann sagt er halt einfach nur kaufen oder eben verkaufen. Ja, und wenn man das Ding halt hier kompiliert, und genauso, wie gesagt, müsste man es dann eben mit den Bändern dann halt auch machen. Na komm schon, ich mach das hier mal weg, damit man es noch ein bisschen deutlicher sieht. So, fügen wir die mal hier hinzu. Und so habe ich halt mit den paar Zeilen Code, habe ich halt hier die Stochastik, ja, also ähnlich wie sie im MetaTrader selber ja auch abgebildet ist, nur kann ich hier die Werte sofort ändern. Ich habe hier mein Panel mit dabei, ich habe hier meine Eingabewerte entsprechend mit dabei und kann das automatisch handeln lassen. Wenn ich da jetzt zum Beispiel sage, also pass auf, so, du handelst das Ding jetzt mal automatisch und dann guckt er entsprechend immer, wann ein Signal vorliegt und kauft oder verkauft dann. Kann man natürlich auch hier das durch den Estimator schicken. Das heißt, ich kann hier genauso gut jetzt, mal hoffen, dass es funktioniert, hier auf Anhieb, dann halt hier mit den historischen Daten sofort gucken, was wäre dabei rausgekommen. Ja, ist jetzt vielleicht der falsche Trading Stop an der Stelle, aber wenn man jetzt hier einfach mal nur mal als Beispiel keinen Stop Loss angibt und immer einen Take Profit von 20, keine Ahnung, was da rauskommt, wir werden sehen. Ja, ja, dann sieht es halt entsprechend so aus, was dein Ergebnis dann halt rauskommt. Und wie man hier sieht, da sieht man es jetzt eigentlich natürlich auch viel besser. Hier habe ich entsprechend immer einen grünen Pfeil. Das heißt, hier war ja so ein Schnitt. Ich hoffe, man kann das halt erkennen. Hier unten war ja genauso ein Schnitt, den er gemacht hat. Also hat er gesagt, in der nächsten Kerze long. Entsprechend gibt es hier einen grünen Pfeil. Dann ist nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert. Und hier, keine Ahnung, warum der jetzt, also das war jetzt einfach nur die letzte Kerze. Hier oben sieht man es wahrscheinlich ein bisschen besser, weil er hat natürlich dann einfach immer zugemacht mit der anderen Position, wenn es nicht in Take Profit gelaufen ist. Kann man irgendwie einen kleineren Take Profit mal gucken, was da rauskommt. Hier oben steht ja immer, ne? Estimation wird gerade berechnet. Ja, da kommt auch nicht wirklich. Ja, das hat irgendwann einfach Ende. Ja, aber auf jeden Fall kann man das halt damit dann halt probieren und sieht dann entsprechend halt auch, wo die ganzen Signale dann letzten Endes halt auch gewesen sind. So kann man das halt machen. Okay. So, ich glaube, alles andere führt wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Also, ja, beste Wert. Der Thorsten hat auch schon gedroht, wenn wir jetzt nicht lustiger werden, wird der jetzt gehen. Der Thorsten ist ja auch da. Der will ja auch endlich mal lernen, wie der Stereo-Trader funktioniert, habe ich gehört. Ne? Das sagt er immer. Also, der sagt immer so, ey, ich nutze das alles irgendwie gar nicht und ich muss ihm das mal zeigen. Das ist natürlich auch lustig. Aber klar, ich meine, gut, wenn man eine Strategie hat, wo man halt mit 3-4 Funktionen halt hinkommt, gibt es ja auch keinen nicht wirklichen Grund daran, was zu ändern. Von daher, alles gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns da nochmal zusammen beziehungsweise überlegen für ein Webinar. Wir können ja, also Nachfrage hatten wir tatsächlich auch hier im Support auch schon. Und dann kann man da detaillierter in diese Sachen reingehen. Ja, ja, klar, gerne. Also ich wäre froh, wenn natürlich auch so ein bisschen was drumherum passieren wird. Also vielleicht hat es ja auch der eine oder andere mitbekommen. Ich glaube, die aus der
Facebook-Gruppe sowieso, aber halt hier zum Beispiel der Norbert, der hat ja dann einen recht guten Ansatz gebracht und erklärt mit seiner, mit einer ganz anderen Open Range. Und die ist ja dann halt auch zum Beispiel, die habe ich ja dann auf die Schnelle auch mal umgesetzt. Und das heißt, da gibt es jetzt eine neue Kategorie, die heißt ja dann halt Community. Und wenn man da halt mal guckt, die, also ihr habt dann halt hier auf der Seite, habt ihr dann einen Folder, der heißt Community, vorausgesetzt, andersrum, muss so rum reingehen, wenn man den Installation Manager aufruft. Und dann kann man hier, doch Beta, ja. Mal gucken, was jetzt hier funktioniert. Ich werde jetzt natürlich hier nichts installieren, aber nur mal zeigen, wie das geht. So nicht. Moment. Weil die gibt es natürlich nicht als Beta, sondern hier in den Releases. Dort gibt es hier Community Projects. Ne? So, und wenn man das halt installiert hat, und dann findet man hier auf der linken Seite, findet man hier einen Ordner, der heißt Community. Aber ich habe mir doch, sehe ich gerade. Und das ist zum Beispiel ng-range, ja. So, und das ist halt genau so, so eine Geschichte mit einer eigenen Open Range. Das ist jetzt nur reine Indikation, die aber wohl scheinbar ganz gut funktioniert. Und der Norbert erklärt es ja auch irgendwie jeden Tag. Und solche Projekte wünsche ich mir natürlich auch mehr. Ja, ich muss die nicht alle selber machen. Ich bin da im Gegenteil sehr dankbar drum. Wenn sich halt der ein oder andere mit der Programmierung auseinandersetzen möchte und dann entsprechend solche Projekte auch mehr entstehen. Und wenn die halt irgendwie plausibel sind und irgendwie von ja von vielen gut gefunden wird und dann spricht auch nichts dagegen, dass man sowas zum Beispiel halt hier auch mit einbaut, dann eben in die Community-Projekte. Also von daher von meiner Seite sehr, sehr gerne, was da halt das Interesse angeht und auch entsprechend dann tiefergehendes Webinar dazu oder Webinare. Gut, dann machen wir weiter mit den Fragen. Und zwar, kannst du erklären, wie man eine Stop-Order trailen kann? Aber sicher doch. Also, eine Stop-Order, ja, nur damit wir es da richtig verstehen. Stop-Order, entsprechend, wenn ich jetzt zum Beispiel hier im DAX, der bewegt sich natürlich heute jetzt gar nicht mehr, da kann ich, glaube ich, nicht so viel erklären. Haben wir im Euro ein bisschen Bewegung? Den habe ich heute noch irgendwie gar nicht angeguckt. Vielleicht geht ja da ein bisschen was. Ja, mal gucken. Auch nicht wirklich was im Euro. Nee, im Moment. Passiert auch nichts. 15 Minuten kehrt. Also heute ist halt einfach tote Hose, aber ist ja egal. Ich würde es ja im History Trading zeigen, aber dort ist das halt ein bisschen zu tricky mit der Geschwindigkeit, gerade bei so einer Stop-Order. Aber jetzt nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt sage, was ja gar nicht. Ich gehe mal zurück auf den DAX. Ja. Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich will irgendwie hier long mich einstoppen lassen. So, long stop heißt ja grundsätzlich Order oberhalb. So, und dann kann ich halt hier, jetzt habe ich es erstmal manuell reingelegt, ganz normal. Ja, das ist auch das, der normale Vorgang. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich gehe über der letzten Kerze, verfolge ich halt den Kurs mit einer Stop-Order. Warum? Weil ich scharf bin auf diese Bewegung, ja, wenn das halt die Idee ist, nur mal als Beispiel, damit wir es mal einmal gezeigt haben, wenn ich halt sage, okay, das könnte irgendwie der Kursverlauf sein, so, bam, ja, und dann ist es natürlich sinnvoll, weil ich ja nicht weiß, korrigiert jetzt bis hierher, dahin, 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 oder wie auch immer, und dann, damit ich nicht alle 5 Minuten da drauf gucken muss, sage ich dann, gut, ich habe eine Stop-Order. So, dann gehe ich auf Order bearbeiten und dann kann ich dem halt hier sagen, verfolge mir, leg mir die Order einfach über die letzten Hochs. So, und das würde dann hier bedeuten, jetzt muss ich hier selber gucken, ich mache das nämlich so selten. Hier ein bisschen Platz machen. Hier auf dem kleinen Bildschirm. Ist es hier überhaupt drin? EOP Straight PLH, genau, PLH1. Also periodisch Low High 1, das heißt eine Kerze. Ja, also immer, so kann man auch genauso gut zusammenfassen, kann sagen, irgendwie nimmt jetzt irgendwie das höchste Hoch von den sieben, von den letzten 7 Kerzen, ja. Oder halt von den letzten 5 oder so wäre es dann halt eben 1. Und ich sage, okay, ich bin im 5-Minuten-Chart und will mich oberhalb einfach von einer Kerze, würde ich den,
den Stop halt hinterherführen, mich da einstoppen lassen. Also wähle ich PLH1. So, das war jetzt natürlich schon mal direkt falsch von der Vorgehensweise. Also wie man sieht, das funktioniert. Aber das war jetzt nicht gerade clever von mir, das so zu machen. Also nochmal, ich lege erstmal eine Order hier hin, gehe dann auf Order bearbeiten, stelle hier meinen Trail-Abstand. Der war, glaube ich, vorher auch mal auf 5, hat er irgendwie mal standardmäßig gestanden und nicht auf 0, sondern ich stelle mir hier meinen Abstand ein, wenn ich zum Beispiel sage, okay, im Abstand von 10 Punkten, nur mal als Beispiel, will ich über der letzten Periode long gehen. So mal, irgendwie habe ich hier ein Vorführproblem gerade, ne? Aber das, was ist denn da los? Also ich bin hier schon wieder auf einer Beta-Version, ne? Wie man gesehen hat, ich bin hier bei 2055. Draußen ist die 2051. Jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass wir hier irgendwas eingebaut haben. Das wäre natürlich... Also der Teilnehmer, der auch die Frage gestellt hat, sagt, das passiert ihm auch, was dir jetzt gerade passiert ist. Ja, das ist natürlich gut, dass wir es dann halt hier rausfinden, weil ich habe nämlich gerade mal andersrum probiert, die Werte, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel nämlich sage, minus 5, nur mal als Beispiel, und will dann da, dann kriege ich halt eine Fehlermeldung. So, das ist natürlich richtig, das ist halt auch gut so. So, aber warum das nicht geht, der Thorsten verwendet das doch ständig. Der macht das doch ständig mit Euro Pro. Deswegen verstehe ich das irgendwie gerade nicht. So, jetzt macht das doch. Nee, macht er nicht. Also das ist auf jeden Fall der Weg. Aber wie gesagt, ich will es nicht ausschließen, dass da irgendwas im aktuellen Zustand nicht so ist, wie sein soll. Und das sieht nämlich fast leider so aus. Ist natürlich nicht gut. So, aber das ist halt der Weg. Und wie gesagt, der Thorsten verwendet das eigentlich jeden Tag. Deswegen erstaunt mich das hier. Der hat auch was dazu geschrieben. Macht er ständig, weil er es kann. Ja, ne? Also, kann ich an der Stelle nur sagen, das ist der Weg, aber möglicherweise ist tatsächlich da irgendwie gerade irgendwie, ob das jetzt mit der Version ist oder mit der, die draußen ist, irgendwas im Argen, muss ich mir natürlich angucken, ja. Aber das wäre auf jeden Fall halt der richtige Weg, das halt so zu machen. Also sorry an der Stelle, wenn wir jetzt gerade so da drüber stolpern, aber lieber hier als und lieber jetzt als irgendwie später. Okay, dann nächste Frage, oder? Hast du noch? Ja, ich gucke nochmal gerade irgendwie, ob das jetzt hier eine generelle Geschichte ist. Also hier war noch gefragt, ob du EMA 20 auch als Beispiel mal ausprobieren könntest. Ja, wollte ich gerade machen. Und wäre ja möglich, dass es halt irgendwie ein generelles ist. Also, weil genauso gut kann ich ja halt an Moving Average zum Beispiel dann halt irgendwie, ich gucke jetzt mal mit Limits, ob das jetzt nur bei Stops so ist oder bei Limits. Also hier wäre dann genauso, wenn ich dann sage, okay, Order Trail, wähle mir den EMA 200 aus, dann hängt er auch an der falschen Stelle. Okay, ja, das ist nicht gut. Das ist natürlich nicht gut, das soll so nicht sein. Das ist schon, nee, ich habe hier Straight ausgewählt, Moment. Ich wollte den EMA. Ja, gut, der hängt jetzt drunter, warte mal. Das muss man einfach mal wissen, ob das jetzt nur Limit Orders, nur Stop Orders sind oder generell. Ne, da ist irgendwas faul. Okay. Gut, da gibt es wohl morgen nochmal ein Update. Okay. Nächste Frage. Gibt es eine Undock-Funktion für den Stage Fader? Nee. Gibt es nicht. Der Grund ist halt einfach der, ich weiß, dass es das halt für eine andere Geschichte gibt, werden wir hier vielleicht noch machen, aber momentan ist es ja eben so, dass der Stereotrader zu 100% konform ist, eben halt mit den Richtlinien von Metacodes, und um so eine Undock-Geschichte zu machen, müsste man von dieser Konformität halt abweichen. Und das ist dann natürlich so ein Schritt, der überlegt sein will, ob man den geht. Weil so haben wir natürlich halt, bitte? Zumindest kann man das jetzt im MetaTrader 5 hier machen. Man kann ja das komplette Chartfenster. So, das Fenster selber abdocken, ja klar, das geht im MetaTrader 5, ja, genau, richtig. Also, dass man halt mehrere Bildschirme verwenden kann, ne? Genau, zum Beispiel. Genau, dort geht es ja. Okay, dann eine Frage zu VPS, ob du da eine Empfehlung hast bezüglich RAM und Gigabyte.
Ja, also Festplatte. normalerweise, ja, also gut, die Festplatte, die ist, das ist ja überschaubar, was da halt gebraucht wird, weil halt dort ist es ja so, ich brauche nur für die lokalen Daten und das ist halt nicht viel, außer ich fange halt irgendwie an mit History Trading, also groß Backtests und so weiter zu machen, dann geht es natürlich halt irgendwann auch mal an die Daten. Das heißt, da wird man dann halt irgendwie mit ein paar Gigabyte nicht hinkommen, aber normalerweise reichen da halt so Mindestanforderungen. Ich weiß gar nicht, bei mir sind es, glaube ich, irgendwie 500 Megabyte, die ich sogar irgendwie nur habe auf dem Hauptsystem. Und also da braucht man halt letzten Endes nicht viel. Also kann jetzt so sein, dass der Wert nicht ganz stimmt. Vielleicht sind es auch irgendwie 100 Gigabyte oder sowas. Aber nee, ich finde schon mega, doch, nee, 100 Gigabyte oder so, irgendwas um den Dreh. Aber ein Terabyte reicht mehr als genug. Und da kommt man eigentlich mit der kleinsten Größe hin, also was jetzt die Festplattenkapazität angeht. Und ansonsten, was die Ausstattung angeht, CPU und so weiter, beziehungsweise vom Arbeitsspeicher, 4 GB ist jetzt gerade wegen den neueren Windows-Versionen, ist da halt schon empfehlenswert. Drunter sollte man nicht unbedingt anfangen. Und deswegen habe ich gerade hier rüber geswitcht, deswegen habe ich halt hier auch, ich habe auf der Homepage gibt es ja einen Link. Und hier zu vps-server.com und dort hat man halt den Vorteil, dass man das sich entsprechend halt so konfigurieren kann, dass man halt den Server dann London stehen hat, New York, Australien oder wo auch immer. Das sind also diverse Standorte angeboten. Es gibt auch einen kostenlosen Testzeitraum, in dem man nutzen kann. Und falls es dann irgendwie für einen nicht funktioniert, dass man halt immer noch mal sagen kann, okay, das war halt irgendwie doch nichts für mich. Also dort einfach mal ausprobieren. Die kleinste Variante ist, glaube ich, dort auf 4 GB mittlerweile und ist von den Kosten auch überschaubar. Okay, ich soll dich grüßen von Thorsten, der muss jetzt an den Tresen, sagt Was muss er? er. An den Tresen. Tresen. Ich habe schon verstanden, er muss ins Training. Ich habe schon gedacht, der wird doch nicht anfangen, Sport zu machen, noch auf seine alten Tage hier. Das wäre nicht auszudenken. Ist ja ungefähr das Gleiche, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ja, ein Fernbus. Teilnehmer. Ja, ein Teilnehmer schreibt, für MetaTrader 5 ist eine SSD-Platte und 16 GB RAM wohl empfehlenswert. Wie viel? 16 GB RAM und eine SSD-Platte, sagt er. Ja, SSD haben die eigentlich eh mittlerweile alle, die ganzen VPS. Also das ist klar, SSD macht natürlich Sinn, ja. Und bei MetaTrader 5 bin ich absolut dabei. 16 GB ist da halt tatsächlich kein Luxus, ne? Also ich mache es selber mit 8 hier nur in der Entwicklungsumgebung. Gut, da brauche ich aber auch nicht die Wahnsinns-Performance. Aber habe ich aber halt auch schon gesehen, wenn ich irgendwo suche, MetaTrader 5 mit 8 GB, das macht keinen Spaß. Also, weil halt einfach, wir haben das ja schon ein paar Mal angesprochen auch, 64-Bit und so klingt immer toll, heißt aber immer zuerst mal doppelt so viel Arbeitsspeicher. So, und nicht doppelt so viel Performance. Und das ist halt das Problem. Deswegen sollte man lieber ein bisschen größer dimensionieren. Gut, dann wollen wir weitermachen. Die Zeit rennt und wir haben noch ein paar Fragen. Und zwar, gibt es denn PryEx auch als Indikator? Habe ich ja vorhin schon erwähnt, kommt mit einem anderen Paket im Mai. Ja, also ich will da nicht allzu viel dazu verraten. Das ist deutlich umfangreicher als nur der Indikator. Das wird 3 Nummern größer, das Ganze. Und ist auch schon ganz lange in der Planung und auch Vorbereitung und jetzt aber eben konkret. Und das ist halt eben, dauert noch ein bisschen und wie gesagt, ein bisschen anderer Form. Gut, dann noch eine kleine Ergänzung. Im MetaTrader 4 gibt es auch eine Möglichkeit, die Charts freizugeben. Da braucht man aber externe Dateien zu. Vielleicht kann man ja bei euch in der Community mal darüber diskutieren und sich gegenseitig helfen. Dann nächste Frage. Kann man bei Order bearbeiten die Order Trail Liste kurzfristig statisch werden lassen und nicht nur, solange die Maus drauf ist? Nee, ist tatsächlich halt vom Designkonzept ist es ja überall so, hier ja auch, ne? Also das bleibt immer nur so lange auf, wie die Maus gedrückt ist. Also das ist nicht mal eben umstellbar und würde halt das ganze Konzept so ein bisschen auf den Kopf stellen, weil dann müsste es ja dann überall so sein. Okay, dann nächste Frage.
Mit welcher Programmiersprache ist denn MQL4 oder MQL5 vergleichbar? C oder C++ oder was anderes? Also das liegt irgendwo zwischen C++ und C Sharp. Also irgendwo das, also eigentlich näher an, also ja, obwohl es ist so ein Mittelding eigentlich. Und ich wollte es gerade sagen, eigentlich näher an C++, aber einige Sachen erinnern dann auch wiederum an C Sharp. Und irgendwo dazwischen ist es angesiedelt halt. Und das, also wenn man es mit C++ vergleicht, dann ist es halt auf jeden Fall auch nochmal paar Nummern einfacher eigentlich als C++. Kann auch ein paar Sachen nicht, die C++ kann, aber da kann man drumherum schiffen, um das, was da halt fehlt. Also Friend-Funktionen, wenn sich jemand damit auskennt, Friend-Deklarationen gibt es halt nicht. Ja, also dass man von mehreren Klassen ableiten kann. Aber alles andere, virtuelle Funktionen und so weiter, das ist alles implementiert. Okay, dann tatsächlich nur noch eine Frage, wenn ich das richtig sehe. Beziehungsweise hier war noch die Frage, wie man mit dem Period Converter einen 3-Minuten-Chart hinbekommt. Hat jetzt weniger mit dem Sale Trader zu tun. Deswegen, falls Sie Kunden bei uns sind, dann gerne morgen beim Team melden. Dann helfen wir Ihnen sehr gerne, das einzurichten. Wieso Period Converter? Man kann doch hier das mit dem X-Frame, kann man das doch machen. Ja, das stimmt, oder? Aber ich denke mal, es ging um den kompletten Chart. Aber klar, kannst du auch diese Variante zeigen. Ja, also weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich, ob nicht, nicht hier, ob es jetzt wirklich so gemeint war, aber halt 3-Minuten-Chart würde ich halt mit dem X-Frame ganz einfach hier um 1-Minuten-Chart. Na, wo ist mein Kurs hin? Hier mit dem 1-Minuten-Chart und dann halt hier unten einfach dann natürlich so 3 einstellen und dann habe ich 3-Minuten-Kerzen im Hintergrund. So, muss ich mal weg. So, ne? So wäre das ja machbar. Gut, jetzt schaue ich mal, was jetzt noch. Genau, eine Frage habe ich gesagt. Ach so, warum du Strato VPS nutzt? Gute Frage. Ich glaube, weil ich da halt irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Also ich bin generell, bin ich mit dem VPS eigentlich da recht zufrieden. Und ich habe da einfach noch diverse andere Pakete und die sich da halt ganz gut von der Wartung her lässt sich alles, hat sich alles ganz gut integrieren lassen. Aber ich habe ja zum Beispiel keine, ich nutze es ja nicht als Server. Also als Server läuft da eigentlich gar nichts drauf. Sondern er halt wirklich nur entsprechend für meine Programmierumgebung. Und ich glaube, das war damals einfach auch, also schon, ich habe das schon ewig, auch irgendwie ein recht gutes Angebot und irgendwie bin ich halt dabei geblieben. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wobei ich aber auch bei vps-server.com habe ich auch noch zwei Server. Also von daher, ich habe halt die Strato-Geschichte hier eben für die Entwicklungsabteilung. Gut, dann ist hier nur eine Aussage, aber ich glaube, das ist als Frage gemeint, die Kauf- und Verkaufdreiecke ausschalten. Kauf- und Verkaufdreiecke ausschalten. Ich denke mal, die Objekte, die die Trades darstellen, die werden ja dann im Chart angezeigt, die Trades, wie man das ausschalten kann. Im MT4 wird doch nichts angezeigt. Da Wenn ist du jetzt doch, also. Trades drückst, dann werden ja dir auch nur die Ergebnisse gezeigt, ne? Ja, Genau. genau, das, ja. Ja. Jetzt Also weiß das wird ich ja. im MT5, aber ich glaube, es ist nicht die Stereo-Trader-Funktion gemeint, sondern die Standardfunktion im MetaTrader 5. Da muss man in die Historie gehen, also unten im Terminal auf Historie, dann mit dem rechten Mausklick. Da kommen Sie dann auf die Funktion, entsprechend die Trades im Chart anzeigen lassen und da können Sie das löschen und auch nicht mehr automatisch anzeigen lassen. Ja, also in der Historie mal nachschauen, da gibt es die Funktion. So. Ach so. Kann man den MT4 VPS, also dieses Virtual Private Server von denen, für SaleTrader nutzen. Oh, Virtual Hosting heißt das ja bei denen, ja. Virtual Nee, Hosting. nein, weil das kein echtes VPS ist.
Also das, ich bin da jetzt nicht mehr so ganz in der Materie drin. Ich habe mir das irgendwann mal angeguckt und bin aber dann relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass es das gar nicht funktionieren kann. Ich glaube, das hängt einfach mit der Grafik zusammen, die ich dort halt in der Form nicht hinbekomme. Oder ich weiß nicht mehr genau, was der Grund war, aber kann ich mit Bestimmtheit sagen, funktioniert so nicht. Ich weiß, Okay. das ist günstig, ja, aber man sollte bei sowas echt nicht auf günstig gucken, ne? Ich meine, es geht ja darum, irgendwie damit Geld zu verdienen. Und wenn der eine VPS da meinetwegen 10, 20 € mehr im Monat kostet, das kann ja beim Trading nicht wirklich das Argument sein. Also wenn ich halt durch einen schlechten VPS danach irgendwie immer wieder horrendes Slippage habe oder irgendwelche Hänger im System und so weiter, das kostet ja letzten Endes alles viel, viel mehr Geld. Ich weiß, das ist immer halt so leicht gesagt, aber es ist ja halt rein kaufmännisches Denken. Und ein gutes Werkzeug brauche ich, wenn ich damit ja Geld verdienen will. Egal, ob ich da jetzt halt irgendwie nur nebenbei halt damit arbeite oder halt hauptberuflich muss man gar nicht drüber, darf man gar nicht drüber nachdenken. Aber das ist halt einfach eine kaufmännische Überlegung, die man halt anstellen muss. Also wo spare ich da halt wirklich? Meines Erachtens an der falschen Stelle. Tatsächlich, schreibt der Teilnehmer, ging es ihm nicht um den Preis, sondern ob es von der Funktionalität funktioniert Okay. oder ausreicht. Ja, also bitte nicht persönlich nehmen, wenn ich sowas sage, ne? Ganz klar. Also es ist ja halt wirklich einfach eine rein professionelle kaufmännische Aussage, die ich ja hier tätige. Und aber nee, es geht auch technisch ist es halt wirklich nicht machbar. Dann eine kurze Frage. Kannst du die Trades nochmal kurz einblenden? Da schreibt ein Teilnehmer, er kann es nicht bewegen, die Anzeige. Im Doppelklick. MT5 allerdings. Okay. Können wir mal ausprobieren, wie das hier ist. Und hier auch mal einschalten. Ach, der MT5, ne? Mit seinen Doppelklick-Dingern. Da muss man jetzt irgendwie wahrscheinlich wieder ganz genau suchen, wo die Stelle ist, dass man den Doppelklick findet. Also wenn man es schafft, das im MT5 auszuwählen, wo man. Also es geht, die Funktion ist die gleiche, ja. Ich weiß jetzt nur nicht, wo man hier bei dem Label klicken muss. Damit es irgendwie ausgewählt ist. Okay, Kann jetzt. man kann ein bisschen gegenwirken, indem man in den Einstellungen, da gibt es eine Funktion, heißt Objekt mit einfachem Mausklick auswählen. Dann ist der MetaTrader nicht mehr so empfindlich. Aber ja, im MetaTrader 5 ist das ein bisschen anders als im Vierer. Ja, da ist so manches ein bisschen anders. Also grundsätzlich geht es genauso, so, aber warum nämlich jetzt, also was hat eventuell, muss man gucken, wo haben wir denn hier die Objekte, aber dann gut, ist ja natürlich auch nicht aufgeführt. Also Aber könnte natürlich. Doppelklick war wohl hier der Trick, schreibt der Teilnehmer, funktioniert. Ja, klar, generell ist es das. Also hier findet man natürlich auch den ganzen Kram, ne, aber es kann ja nicht das Rätsels Lösung sein. Ja, aber sobald es halt ausgewählt ist, kann man die hier natürlich genauso verschieben. Ne. Aber da gibt es wahrscheinlich irgendwo genau einen Mikrometer, den man da treffen muss. Also ich treffe hier irgendwie nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Also ich kann es ja hier nicht mal abwählen. Ja. Okay, aber dem Teilnehmer geholfen, das ist schon mal die Hauptsache. So, es ist zwar schon 19 Uhr, aber vielleicht zwei Fragen noch, wenn du Ja, gerade klar. noch die Zeit hast. Jetzt muss ich nur schauen, wo ich gerade war. Ah ja, ist es möglich, die Größe der Position zu verbergen? Ja, klar, das geht. Und zwar, indem man halt. Moment, muss ich gucken, ob hier nichts verstellt ist. Nee. Wenn man jetzt zum Beispiel halt jetzt hier sagt, irgendwie, ja, also ist ja wurscht jetzt welche Positionsgröße. So, bin hier Short und wenn ich Shift-Click auf das Volumen mache, also hier oben bei Pool-Statistik, Shift-Click auf Volumen. So, und dann zeigt er mir nur noch die PL. Ja, nicht mehr die Positionsgröße. Und jetzt kann ich auch noch Shift-Click hier machen auf PL. Dann dreht er ja die Werte, ja. Wenn, verändert er hier zwischen Punkteanzeige, Prozentanzeige und PL-Anzeige.
So, und wenn ich dort jetzt zum Beispiel halt dann so einstelle, dass es nur auf Punkte geht, dann habe ich halt hier entsprechend in der Position weder meine PL noch prozentual, noch kann man irgendwie halt erkennen, wie groß die Position tatsächlich ist. Okay, super. Das auch beantwortet, bedankt sich. So, dann letzte Frage, beziehungsweise das Thema hast du ganz am Anfang besprochen. Da war der Teilnehmer offensichtlich noch nicht da. Und zwar versucht er über den SteloTrader direkt zu aktualisieren. Aber wie du gesagt hast, bitte einmal von der Webseite herunterladen und Genau. die Datei ausführen. Ja, Das muss jetzt also hier, einmalig wieder gemacht werden. genau, also von der 2049 geht es nicht. Hierüber, ab hier geht es dann nachher wieder, weil, wie Bleib mal gesagt, der ganz Input. kurz da, bitte, weil auch ein Teilnehmer fragt, wo er nochmal den X-Frame findet oder das X-Frame Add-on. Genau, also das findet man, ne, wenn es nachher halt updated ist, weil nur wer das jetzt macht mit der 2049, der kriegt eine Fehlermeldung. Ich kann die jetzt hier nur nicht provozieren. Dort steht dann drin, dass der Installation Manager auch upgedatet wurde und man soll ihn nochmal starten. So, und da kann man aber starten, so oft man will. Man kriegt immer wieder diese Meldung und deswegen muss man es da halt an der Stelle jetzt einmal über die Homepage machen. Und wenn das aber dann installiert ist, die 2054, und dann gehe ich hier über den Installation Manager und dann, das hier kriegt ihr ja nicht angezeigt, da steht, die Auswahl gibt es nicht, sondern geht einfach auf der ersten Seite sofort weiter und dann finde ich hier entsprechend X-Frame. Ja, und dort kann man das einfach installieren und dann erscheint das nachher. Gute Frage. Ich glaube, bei Indikatoren müsste das eigentlich erscheinen. Bin mir nicht ganz sicher, aber hier auf der linken Seite dann bei Indikatoren oder Skype Trading, eins von beiden. Indicators ist richtig. Okay, gut. So, dann letzte Frage für heute. Kann man die Kerze oder die Range in Punkte anzeigen? Gibt es eine Funktion im SteloTrader für sowas? Die Kerze oder die Range in Punkten anzeigen. Wie genau, was ist damit gemeint? Also welche Range wäre dann eher die Frage? Das ist jetzt leider nicht dazu geschrieben. Dann einfach, wie viele Punkte die Kerze hat, also die aktuelle wahrscheinlich. Das kann man ja halt einfach hier unten, also einfach die Maus dahin bewegen. Ja, auf die jeweilige Kerze. Und dann sehe ich rechts unten, ja, in dem Bereich, der jetzt hier leer ist, aber wenn man da mal drauf guckt, dann sehe ich genau in dem Bereich, gut, da sehe ich nicht die Range, aber ich sehe Open, Low, High, Close. Wie groß die jetzt ist, sehe ich an der Stelle tatsächlich nicht. Ja, kann man zum Aber Beispiel den Indikator ATR nutzen, dort die Einstellung 1 machen und dann kriegt man das ja angezeigt. guck mal, genau. Also ATR, nee, das geht ja noch anders. Pass mal auf, es gibt doch eine Möglichkeit. Nämlich, indem man halt hier das ATRX nimmt. So, und beim ATRX, dort sehe ich nämlich, behaupte ich mal, da sehe ich auch nur die aktuelle ATR, ja, das ist richtig. Also wo die jetzt gerade liegt. Beziehungsweise, das müsste eigentlich doch 2078 ATRX. Also Nee, das wenn, dann dann halt. müsstest du die Periode auch sowieso auf einstellen. Ja, nee, aber ich glaube, der zeigt mir hier, oder? Macht er das nicht? Ja, kann sein. Also ich bin heute irgendwie nicht ausgeschlafen, ich merke das schon. Weil hier unten, da zeigt er aber doch die aktuellen Kerzen dann halt jeweils an, wie groß die halt sind. Und da kann man es halt nochmal so ein bisschen nachverfolgen. Also wenn man es rein visuell halt haben will. Aber jetzt halt nicht irgendwie in der Punkteanzeige. Oder ganz klassisch mit dem Fadenkreuz von oben nach unten messen und dann kriegt man das auch angezeigt. Genau, also mit der ATR1, was der Nelson gerade gemeint hat, da würde ich es natürlich dann halt hier sehen, ne? Ganz genau. 0,5. Da wird es ja dann entsprechend auch in Punkten angezeigt. Ist natürlich irre, ne? 0,5 Punkte. Eine Kerze im DAX. Das ist so traurig, echt, wenn die Amis nicht da sind. Das ist echt unglaublich. Ja, Da handelt kein Mensch mehr. da sieht man die Abhängigkeit. Ja, allerdings. Prima, dann haben wir alles geschafft für heute.
Ich hoffe, das war für alle zufriedenstellend. Wenn Sie noch Fragen offen geblieben sind, dann, wie gesagt, gerne per E-Mail an uns oder fürs nächste Mal aufbewahren. Und ist ja auch schon im nächsten Monat, machen wir natürlich sehr gerne das nächste Webinar. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern für das Interesse, für die Fragen. Und Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Vielen Dank, Dirk, für deine Zeit und dass du hier die Fragen beantwortet hast. Und wünsche allen einen schönen Abend, noch eine schöne Woche, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Hast du es Was vergessen? Habe ich vergessen? Bevor morgen. Ach, ai, morgen Live-Trading mit Dirk, selbstverständlich. Meine ja. Güte, das Wichtigste. Habe ich fast vergessen. Ja, selbstverständlich. Morgen 8:45 hier wieder mit uns, mit Dirk, Live-Trading. Das Wichtigste fast vergessen, meine Güte. Mensch, Nelson. Ja, jetzt hätte ich gestern erst angefangen. Ja, aber genau. Du hast das letzte Wort. So, jetzt aber. Ja, nee, auch danke hier von meiner Seite fürs Dabeisein. Freue mich aufs nächste Mal, aber der Nelson hat es ja gerade schon gesagt. Wir sehen uns ja, wenn ihr mögt, morgen früh um 9 Uhr beziehungsweise 8:45 zur DAX-Eröffnung. Hoffentlich ist da ein bisschen mehr los als heute. Und dann geht es an der Stelle weiter. Und also was wir gerade jetzt halt noch gesehen haben, ne, hier mit dem kleinen Fehler bei dem Order Trading, das wird natürlich jetzt ASAP behoben. Und aber das werdet ihr dann halt auf jeden Fall dann so oder so mitbekommen. An der Stelle Dankeschön, danke auch an Nelson, dass du dabei warst und an FXLED hier fürs Veranstalten. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.